Ja, Freunde, ich weiß echt nicht, wann wir zuletzt mal ein Story Game hier gespielt haben. Ihr seid es ja von mir gewohnt, von mir FIFA zu sehen oder irgendwas, was ich esse oder sonst irgendeinen anderen Firlefanz, aber meistens war das ja eigentlich nur FIFA gewesen. Aber heute spielen wir nach langer, langer Zeit wieder ein Story Game. Ich mag Story Games, ich habe früher Story Games ohne Ende gespielt. Und heute fangen wir mit der Mafia-Reihe an. Und zwar fangen wir direkt auch mit den Reihenfolgen an, nicht so mittendrin, von da nach da. Besser von Anfang bis Ende und dann schauen wir, wie das sich so in Zukunft dann entwickelt. Ja, Freunde, bevor wir anfangen, möchte ich das Ganze auch natürlich vorher nochmal testen, wie das Ganze halt läuft, wie ich es ja auch vorhin erwähnt habe. Und ja, ich hoffe, wir können Spaß haben. Ich werde Spaß haben mit euch. Mal wieder hier so ein leichtes nostalgisches Feeling mal wieder zu haben. Mafia Definitive Edition, beziehungsweise Mafia 1 damals, habe ich nur auf PC erlebt früher. Gar nicht hier dieses Remastered, was seit 2, 3 oder 4 Jahren jetzt draußen ist. Ich kenne halt noch Mafia 2 sehr gut von der PlayStation 2 Zeit. Und das war für mich wirklich eins der besten Teile von allen drei Teilen bisher. Aber ich will nicht zu viel verraten. Für manche Leute, die da draußen sind, haben wahrscheinlich noch die drei Teile gar nicht gespielt. Deshalb, wer Bock hat, mitzuschauen, würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr auf allen Teilen dran bleibt. Und wer der Meinung ist, dass er selber spielen möchte oder vielleicht nicht weiterkommt, kann gerne auch die Parts halt spielen, die er schon gemacht hat. Aber da, wo er nicht halt weiterkommt, dann kann er vielleicht hier zurückgreifen und ich helfe Ihnen natürlich dabei. Sorry für die quietschende Geräusche oder die Soundqualität. Ich habe es jetzt so gut wie es geht, wirklich. Ich habe alles versucht, was geht. Natürlich ist es jetzt hier noch gar nicht meine Hauptcam, aber ich finde die Qualität überragend, was man aus Billo-Cams für Qualität rausholen kann. Und da hat er sich wieder verbiegt. Ja, ich hoffe, die Soundqualität wird in Ordnung sein und nicht so, ja, ich weiß nicht, was mit dem Schall oder so los ist, dass es sich so noch so leer anfühlt. Obwohl hier also eigentlich schon viele Möbel drin sind. Ja, haben wir mal jetzt genug gequatscht. Das Intro mal wieder sehr lang gehalten. Danke, Khalid. Und ja, fangen wir an mit Mafia. Und hier sind wir schon auf dem Menü gelandet. Ich hoffe, mit dem Ton wird es wenigstens ausreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich mehr hört oder weniger. Ich hoffe, das wird so in Ordnung sein für euch. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir mal an. Gucken wir mal uns noch kurz die Optionen an. Wie die Audio ist. Okay, machen wir mal hier Lautstärke, ja, auf 6. Hier auf 7. Dialoge kann man noch laut lassen. Videolautstärke. Ich hoffe, das wird so gehen. Ja, so muss es in Ordnung sein, auf jeden Fall. So müsste es in Ordnung sein. Und ja. Achso, ist zu hell. Schwierigkeitsgrad lassen wir auf jeden Fall. Ich habe vorher auf Streams auch einige Story Games gespielt. Aber da habe ich immer leicht gespielt. Jetzt machen wir mal auf Mittel. Polizeireaktion, normal, Fahrmodus. Jetzt haben wir, oh, okay. Natürlich machen wir automatisch. Ich habe keine Lust, selber manuell zu steuern. Untertitel lassen wir aus, weil wir ja auf Deutsch hier bleiben. Verfolgerkamera lassen wir an. Winkel der Fahrzeugkamera. Lass mal auf Mitte. Standort des Spielerautos. Ja, wird natürlich angezeigt auf dem Radar. Part überspringen? Nein.
Obwohl ich eigentlich nicht so der Geduldstyp bin, aber egal. So, Anzeige, Audio haben wir, Steuerung. Okay. Ich habe hier ein bisschen angetestet, also nur das Intro jetzt habe ich mir angeguckt gestern Abend. Ich wollte es schon gestern eigentlich anfangen, aber ich war die ganze Zeit an diesen blöden Soundeinstellungen am Fummeln und hoffe, dass es jetzt diesmal klappt. Ich werde jetzt aber nochmal neu anfangen. Und wie gesagt, wir bleiben bei Mitte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, bei den nächsten Folgen. Lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken und genießt diese Folge. Bis gleich. 2K Presents. Hangar 30 Game. Based on an original game by Illusion Softworks. Da haben wir auch schon eine wunderschöne Möwe. Übers Wasser fliegen in New York an der Küste. Ist das Alcatraz oder was ist das? Sieht mir nach dem Tor von Alcatraz aus. Aber keine Ahnung. In den 30er, 40er Jahren oder vielleicht auch früher, keine Ahnung. Schöne Autos. So haben die also gelebt. Mafia. Italienische Viertel auf dem Marktplatz in so einer Gasse. Aber das ist schon ein sehr geiles Oldschool-Feeling. Diese Filme auch früher sehr gerne geguckt. Das Remake oder Master sieht ja echt nice aus, finde ich. Ich würde schon fast sagen, dass der da. Ist ja wohl eine Kiste Zigaretten gefallen. Ah, ich freue mich, Alter. Ich freue mich auf dieses Game. Guck dir mal diese kleine Kraft an. Guck dir mal dieses Schiff an. Fässer voller Bier. Ist doch gut. Guck dir die Brücke an. Brooklyn Bridge. Lokomotive, nein, Eisenbahn. Lokomotive war davor. Ich hoffe, ich werde nicht gesperrt, ey, wegen dieser Musik, ey. Aber dann habe ich hier gerade an Spider-Man. Obwohl das ganz altes. Sehr gentlemanhaftig angezogen. Hier sieht es mir nach Bronx aus. Sobald ich irgendwas sehe, ich muss direkt irgendwas dazu sagen, ey. Das ist Wahnsinn. Aber ich freue mich auf das Game, richtig. Richtig krass, Alter. Richtig gute Grafik. Das ist wahrscheinlich. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee, danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht,
brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen, nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. 1930. Bin meistens nachts gefahren, gab mehr Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Nur eins, aber es dürften mehr werden. Festhalten! Ich probiere was aus! Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen! Wir müssen über den Fluss! Die Briani-Brücke! Okay. Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann macht das. Ja, Freunde. Hier sind wir gerade auf der Flucht vor einer Verfolgungsjagd. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind?
Die Fragen nerven mich langsam. Mehr von ihnen. Ah, Mist! Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Ist egal. Das war die Abkürzung? Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Pauli. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Boah, das Handling ist so schwer hier. Wo ist der nächste? Boah, Handling ist sehr schwer von diesem Fahrzeug. Haha, die haben Staub geschluckt. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Ein verdammt guter Fahrer, muss ich zugeben. Die haben Verstärkung gerufen. Ja. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Zurück in unser Viertel? Gehen wir mal zurück in unser Viertel. Hey, Victor. Sorry. Wollte ich nicht. Aber ich muss los. Ja. Kurz vor der Brücke, schnell! Hinter dem Brick hier, Moment, da. Sehr schön. Willkommen, Schau. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich hab's lange hier rum gemacht. Aber jetzt kommt jede Karre, die die haben, ist hinter uns her! Oh, wir sind uns angefertigt. Die Brücke ist oben, oder? Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Achso, die Brücke ist oben, hat sich getan. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Was für Little Italy? Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Ich habe mich nicht vergessen. It's been a long time, würde man sagen. Okay, wir sind fast da. Aber dich habe ich nicht vergessen. Das war der Homie. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Was passiert denn jetzt, Alter? Zwei Typen haben wahrscheinlich diese Kriegsgewehren unter der Jacke, unter dem Mantel.
Entschädigung für deine Mühen. Und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokémon. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Was eine Ausrede, ey, geil. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz auf. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Kapitel abgeschlossen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Und eine Trophäe erhalten. Freunde. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sieh da, Fahrer! Ja, Ma'am. Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Schneller, ich habe einen Termin. Ich wollte mit Dreieck einsteigen. Also, wohin? St. Michael's Church, ohne Umweg. Ja, ich will die Musik ausmachen. Ich habe keinen Bock auf Urheberrechte oder irgendwas. Kann man das ausmachen? Da wenigstens ein bisschen leiser. Anni, das war ja... Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Hast du mich irgendwie lang gedrückt hat an der Steuerfass? Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. Danke, Mann. Das ist viel besser. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag. Augen auf die Straße, bitte. Die hat den Auto daneben gesehen. Sind Sie taub? Langsamer, habe ich gesagt. Das ist mein Taxi, Ma'am. Und ich fahre so, wie ich es möchte. Bruder, geh doch. Fährt in Ihrem Land jeder so wie Sie? Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt weg. Boah, das würde mich, glaube ich, meine Taxilizenz kosten. Halten Sie hier an, beim Park. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar. Wie Sie, Mann. Diese Italiener sind alle gleich. Also was
Was ist kann nicht ohne Radio fahren. Ja, komm mal weiter. Hier, fertig. Die hat Nerven. Also, wenn ich jetzt hier gerade höre, dass man für ein Taxi für eine kleine Fahrt 30 Cent bezahlt. Und wenn du hier die Preise mal anguckst, dass du mal um die Ecke mal für einen gefühlten Zehner abgeben musst. Boah, da waren die Verhältnisse ja ganz, ganz anders, Alter. So, was ist die nächste Mission? Ah, da ist was Weißes. Mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Boah, die Musik ist aber echt schlecht, Alter. Als wenn du so, keine Ahnung, ein Theater gehst. Taxi fahren, ja, oder was? Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Oh, jetzt sind wir hier bei Zeitlimit, wie bei GTA 3 oder was? Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Das ist ja richtig unverschämt für die Leute, die das haben. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute vorgemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer, man muss sie nur finden. Verstehe, Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich hab diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis dahin, fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. So, nicht zu früh rausgegangen. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich werde es versuchen. Echt nur Arschlöcher heute. Da muss ich dir recht geben, mein Freund. Auf zum nächsten. Die Polizei. Achso, da. Hab ich jetzt gut oder der Kollege? Ein bisschen Taxi fahren hier, ne? Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Okay, ich erzähle den Bullen nichts von ihrer Schnapsfahne und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar, aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Ich muss sagen, die Stadt New York damals, in den 30er Jahren, sah echt gut aus. Guck mal, wenn du dir heute New York anguckst, ist ja rappelvoll, das ist eine Nation aus aller Welt. Damals hast du hier nur, glaube ich, eine Handvoll Nationen. Italiener, Chinesen. Was da? Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Achso, ich bin auf der Schiene. Schon richtig. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Ich
richtig weg mit seiner Birne. Alter, was war das denn? Na, Kumpel, kennst du mich noch? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hm? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen, damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Wirst ein bisschen Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Alter, der hat eine Waffe. Wieso läuft er nicht? Ich würde ja dabei gerne ja auch was sagen, aber der Controller ist irgendwie komisch. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Fahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit! Sagen wir dem Don Hallo! Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Ja, war ja klar, dass die Batterie wieder leer ist. Kapitel abgeschlossen. Auf der Flucht. Und die nächste Trophäe, die Hinterhöfe von Little Italy. Oh, Molotow-Fete, 1930. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen.
Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Und hier haben wir unseren ersten Auftrag. Auf deinem Arsch sitzen. Wer ist der Neue? Ein Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Don Salieri. Oh, die Schrift kann ich gar nicht lesen. Ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesem Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Klingt langweilig. Na, fündig geworden? Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren. Nee, ich... Naja. Ich beobachte dich. Klar. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Jetzt in dem Moment direkt eine Backe. Was soll ich machen, Hast du ein Problem? Du solltest nicht mich fragen, ja, Carlo. Ja, ich hab scheiß Problem. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Kann ich eine geben? Jedenfalls muss ich jetzt los. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Ah, die wird singen! Wer ist das denn? Vinny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschaffen. Da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Bevor ich das aber hier mal nehme, schaue ich mich ja doch gerne mal die Werkstatt an. Zu mir, falls dich die Jungs nicht genau, die Comics nehme ich mit. Pulp Fiction! Klar kannst du dich Pulp Fiction umsehen, ist doch immer was Schönes. Aber nichts verlässt diesen Raum. Doch. Ich will hier rein. Ah, eine Autowerkstatt. Die Bullen würden das Zeug hier gerne in die Finger kriegen. Hier, für Ölwechsel. Ölwechsel. Du bist kein Bulle, oder etwa doch? Jetzt kommen wieder diese typischen Fragen, Elf, aus diesem billigen Film. Pete, the Trophet, Elijah versus Marty, der Zigrinnende Tomori. Hast du noch nicht genug gesehen? Es gab einen Boxer, der hieß Tomori, nicht nur der Fußballer Tomori. Hä? Wollte die gebunkert, die Flaschen? Sehr, sehr realistisch. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Ist doch sehr alles so realistisch und geil gemacht hier mit den Sackkarren und Ölwechsel. Werkstatt. Hey, Schauberger! Was war das denn? Jetzt zieh dein Köpfchen aus. Ach der Hölle, Pauli, du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph, ich wollte dich nur aufziehen.
Du sitzt ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen! Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fuseltom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesem Leben. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Clemorellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Okay, eine andere. Fahrt ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, das Game an sich sehr, sehr nice. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Okay, wir sind fast da. Alles schön perfekt in die Parklücke rein. Morellos Schläger rauchen und planen vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin.
Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Das Tor und auf ihr Dach. Ich lenke den Typen ab, wie du dich von hinten an ihn heranschaust. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Du bist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle vor. Das macht er schon. Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was machst du hier hinten? Wer bist du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Vision, eins verpassen und Dino lässt dich auf Autos aufpassen? Hör zu, Kumpel, wer bist du? Kennst du Dino? Klar kenne ich Dino. Zu erwischen. Genau so. Gut gemacht. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Ich dich schief angeschaut. Die Kiste fährt nicht mehr. Ach, verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Ich werde dich von der Brücke. Willst du unbedingt sterben? Ich mache dir. Das tut weh! Los, Tom, schnell! Von dem gibt's noch mehr! Heiz ihn mit dem Molotow richtig ein! Ich werd's nicht für dich machen. So, dann werfen wir mal Molotovs da rein. Autos zünden sich nicht selbst an. Meistens jedenfalls. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich mag, dein Auto, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. Ja, auf geht's. Auf geht's. Geradewegs durchs Tor. Wir sind auftauchen. Ich hab ihn geflasht. Lass mich entkommen! Kommt zurück, ihr Schweine! Scheiße! Da sind Bullen! Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Was willst du denn den Okay, wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Was haben wir getan? Hoffen wir zumindest. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur Brücke. Boah, das war knapp. Ja, Freunde, das war unser erster Auftrag. Na, vorsichtig, Tom. Wir wollen nicht auffallen. Ja, ist ja gut. Ich bin auch immer ein Streifen. Das war unser erster Auftrag gerade hier. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das die Bootlin-Bütsche oder andere Bootsche ist. Aber wir sind jetzt... Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Was hat gefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. Klar. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich, dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee. Alles viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen.
Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen... Fahr vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Häng die Bullen an! Dort ist entweder besoffen oder irre. Verfolgen und... Ja. Ja, was denn? Der Typ stand vor mir. Und da haben wir auch schon unseren ersten Fail. Mann. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Wir sehen uns gleich da wieder, Freunde, wo wir zuletzt da angehalten haben. Weil da nochmal hier zu bleiben, macht keinen Sinn. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen, oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Viele kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Klingt gut. Klar bist du das. Ja, und da sind wir wieder bei unserem guten alten Kollegen. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Ja, Freunde, da ist unser Auftrag erfüllt. Wir haben unseren Seelenfrieden, sind jetzt quitt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Er ist also noch immer dabei. Irgendwie, ja. Hey, Boss. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, setzt euch. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das?
Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben ein paar in der Tasche. Und wenn du weißt, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Ich wusste es. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Das war's mit Kapitel 1, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Mafia Definitive Edition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut, euer Khaled ist draußen und ciao.